Hallo, ich habe eine ganz kleine Einheit für den Atem, für den Rückraum, dass man da eine gute Weite bekommt. Und das findet in der Bauchlage statt und Kerstin atmet für mich. Das ist super. Und du brauchst dafür, entweder wenn du zufällig hast, zwei Wackelpads, dass deine Lendenwirbelsäule sich gut anfühlt und dein Steißbein gefühlt wie so ein bisschen hinten runter. Ich nehme die Decke hier hinten nochmal hoch, dass du wirklich hier in der Lendenwirbelgegend Raum hast. Dass es keine Stauchung gibt, sondern sinken kann. Als wenn das Schambein, das Steißbein so richtig schwer wird. Und auch hier nochmal spüren, gibt es vielleicht eine Seite, die mehr möchte als die andere. Und dem durchaus folgen. Das durchlassen. Das ist auch ganz wichtig, dass du es wirklich jetzt, wenn es zum Beispiel im Becken beginnt, dass es durchlaufen darf, dass es nach oben hin folgt.